Hi, ich bin James. Diesen Teil meines Lebens kennt ihr ja bereits. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something your kiss just told me. My sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. Doch, habt ihr euch nie gefragt, was mit den 4 Gästen von Miss Sophie passiert ist? Naja, dann habe ich euch wohl noch was zu zeigen. Es ist jetzt schon fast 60 Jahre her. Damals feierte Miss Sophie ihren 30. Geburtstag. Und die Herren Toby, von Schneider, Pomeroy und Winterbottom waren in der Blüte ihrer Jahre. Nur eins hatten sie nicht. Geduld. James, noch mehr Wein. James, hier ist ein Fleck auf meinem Silber. Und das Ganze am besten noch in Lichtgeschwindigkeit. Und dieser Mr. Winterbottom. Was hatte dieser Schleimer ständig mit meiner Miss Sophie zu schaffen? Naja, jedenfalls, mir gefiel die ganze Chose nicht. Irgendwo hier ist es mir dann zu viel geworden. Und Mr. Winterbottom? Der hatte sich einen ganz speziellen Jahrgangswein verdient. Als dann die Dame des Hauses auch noch den Raum verließ? Naja, ja. Wie schon meine Großmutter zu sagen pflegte, es ist immer gut, einen Sündenbock zu haben. Dieses Mal traf es leider Mr. Winterbottom. Die gute Miss Sophie stand völlig neben sich, als sie zurück in den Raum kam und das Blutbad sah. Doch ihr könnt euch ja vorstellen, in wessen Arme sie zurückkam. Und ihr wisst ja auch, mit wem sie noch heute ihre Geburtstage feiert.